Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück in der SER und schauen hier gemeinsam auf diesen Zug, der zuletzt Probleme hatte, sein Ziel zu finden, was insgesamt irgendwie sehr komisch war. Und offensichtlich hat er dieses Problem immer noch. Und wenn wir jetzt mal drauf schauen, woran das liegt, dann ist das wirklich sehr verwirrend. Wobei, ne, jetzt bleibt er schon wieder stehen. Wobei, er hat hier ein grünes Signal, er dürfte hier sogar rechts ausfahren. Naja, aber wenn wir mal drauf schauen, woran das liegt, dann liegt das an diesem Gleisstück hier. Und das ist mir nun wirklich irgendwie schleierhaft, was das damit zu tun hat. Wir haben das hier nochmal hergerichtet. Es sah ehrlicherweise komisch aus. Hoffentlich wird es jetzt relativ schnell gebaut und dann löst sich das hoffentlich schnell auf. Eine Sache, die mir, wo ich mir das angeschaut habe, auch noch aufgefallen ist, ist, wir hatten hier noch ein Stück, was auch von den Signalen her lila war. Und das habe ich jetzt hier schon mal angepasst. Beziehungsweise ich habe hier zwei Signale rausgenommen. Und die haben dann dafür gesorgt, dass das jetzt hier halt ein Block ist, aber dafür ist es orange. Und damit funktioniert das. Das ist doch wunderbar. Das Einzige, was wir vielleicht hier nochmal machen könnten, ist hier vielleicht auch nochmal ungefähr auf der Mitte ein paar Streckensignale zu platzieren. Okay, ansonsten schauen wir mal auf den Zug da hinten und hoffen, dass sich das schnell auflöst. Oh, jetzt ist der Bau von unserer Tankstelle beendet, das ist auch gut. Dann sagen wir hier nochmal Bescheid, dass die bitte mitbeladen werden soll. Gehabt 50%. Ja, apropos Zug, hier haben wir ja schon Kohle. Wir können jetzt hier... In der letzten Folge ist ja angefangen worden, endlich hier an unserem Stahlwerk zu arbeiten, was sehr, sehr cool ist. Hier geht es endlich voran. Endlich sind wir hier angekommen, haben uns hier hingearbeitet. Und das heißt, wir können hier aber eigentlich auch schon mal dafür sorgen, dass wir das mit Kohle versorgen. Dafür nehmen wir uns das mal hier mit. Und es ist insgesamt noch eine Aufgabe jetzt für unseren Zugverteiler. Da werden wir noch ein bisschen was machen. Da werden wir noch ein bisschen was optimieren. Denn die haben, glaube ich, mittlerweile wirklich viele Aufgaben. Wir springen hier zurück. Kann kein Pfad. Ah, okay, das geht momentan nicht wegen... Weil das hier noch nicht fertig gebaut ist. Okay, ist aber nicht weiter schlimm. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dann springen wir nochmal hier hin. Und werden hier auf jeden Fall nochmal zwei Züge holen, denn ich glaube, die sind alle, wir können uns das mal angucken, der fährt. Der auch. Der auch. Der auch. Und der auch. Also die sind alle unterwegs. Das heißt, es ist definitiv nicht falsch, hier noch zwei weitere Züge zu kaufen. Da bleiben wir hier bei unserem Favoriten. Wo können wir eigentlich sehen, wie viele Waggons wir hier haben? Wie viele kann man da eigentlich reinstellen? Weil ich hatte nämlich überlegt, dass wir hier jetzt vielleicht auch noch weitere Tankwaggons reinstellen. Denn jetzt die Ausfuhr von Bitumen und... Treibstoff ist natürlich wichtig, die Versorgung mit Treibstoff ist wichtig und wenn wir jetzt mal schauen, während er hier immer noch nicht weiß, was er machen soll, kann zum Beispiel auch unsere Raffinerie nicht arbeiten, weil unser Bitumtank voll ist. Unser Bitumtank ist voll, weil die Züge natürlich ausführen müssen und das kann natürlich hier gerade keiner, weil er hier das Ganze blockiert. Und dementsprechend sollten wir nochmal zur Grenze springen. Ich hoffe, dass wir dann da überhaupt noch weitere Waggons reinpacken können. Öltank? Ne, Moment. Güterwagen. Hier, diese Tanker. Ja, die sind schon irgendwie unschlagbar. Wie viele davon haben wir?
mal auf den Zugverteiler gucken. Ach, wir haben die kleineren bisher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Ja, dann würde ich gerne mindestens 4 von den anderen kaufen. Na. Hallo? Jetzt haben wir sie hier, genau darauf wollte ich eigentlich drauf gucken. Jetzt müssten sie da ja stehen und damit sagen wir hier nochmal Start, dass die losfährt und die abholt. Ja, es geben sich gerne doch auch immer wieder neue kleine Herausforderungen. Ich habe das hier auf jeden Fall auch, hier wollte ich hin, mit hoher Priorität gemacht. Warten wir es jetzt. Apropos hohe Priorität, ist es schon fertig? In der Finsterheit der Nacht nicht zu erkennen. Aber es ist fertig, aber es sieht immer noch irgendwie komisch aus. Aber warum denn hier? Ich meine, welches Problem hat er denn? Er soll doch überhaupt gar nicht hier langfahren. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. Auf jeden Fall ist das fertig, auch wenn das hier ohne Stromversorgung ist. Oh, und das macht aber auch keinen Sinn. Solange das ohne Stromversorgung ist, kann hier nicht entladen werden. Und wenn der hier dann hängt, dann steht er dem Zugverteiler nicht zur Verfügung. Das sollten wir nicht machen. Aber wir müssen uns jetzt um diesen Zug hier kümmern. Und ich habe keine Ahnung, was sein Problem ist. Wir setzen ihn einmal zurück und gucken mal, ob er dann jetzt direkt wieder losfährt. Hier warten einige, das ist jetzt nicht so schlimm. Wo waren denn die Waggons? Hier gibt es keine Straßenverbindung dahin. Ich meine, hier wollte er ja hin. Ne? Das ist offensichtlich sein Problem. Also auf dem Weg fährt er hier lang. Dann fährt er hier lang. Dann haben wir hier die Hosenträgerweiche und hier Hinterrechtsgleisigkeit. Er fährt hier lang, fährt hier durch, fährt hier durch, fährt hier durch. Ach! Ach, diese kleinen Fehlerteufel, das gibt's doch nicht. Das war's. Und er wäre jetzt immer hier hochgefahren und zurück wahrscheinlich. Und das war jetzt das Problem. Dieses Signal hier. Aber interessanterweise zeigt er dann auf das Gleis und nicht auf das Signal. Ja, gut, dass wir es nochmal durchgegangen sind. Hier ist tatsächlich auch gerade noch Zweigleisigkeit. Das brauchen wir ja auch nicht mehr.
Hier sind Streckensignale. Hier haben wir auch schon die Rechtsgleisigkeit. Und hier haben wir sozusagen eine lange Leitung. Wo willst du hin? Du willst Kohle verkaufen. Okay, das darfst du. Ist jetzt hier denn nochmal einer losgefahren? Hier ist jetzt Treibstoff drin und der Waggon ist hier. Ja, na gut, okay. Und der fährt jetzt zum Zollhaus und verkauft das. Ja, meinetwegen, das ist in Ordnung. Der andere hatte zwar vor, das zu entladen, aber also in Eisenow dort in dem Tank für die Versorgung der Stadt. Aber dann machen die das halt in der nächsten Runde wieder. Wie sieht's denn eigentlich hier aus mit der... Oh. Eieiei, das ist aber auch insgesamt sehr weit, aber auch damit sind die fast schon fertig. Hier ist auch einer gerade. Verkauft ein bisschen Alkohol. Ja, und wenn wir das hier fertig haben, ne, dann wird das hier nochmal deutlich einfacher werden. Dann werden wir hier vorne noch eine Hosenträgerweiche reinsetzen, dass dann in alle Richtungen diese Gleise hier befahren werden können. Und dann kann man am Ende des Tages hier drei Züge gleichzeitig ankommen. Das ist schon mal sehr gut. Okay, dann folgen wir die Gleise mal. Hier müsste jetzt gewartet werden. Genau, der Zug wartet, der da die neuen Öltanks abholt, der wartet. Der wartet, der möchte Pflanzen kaufen. Das ist interessant. Was möchte er? Er möchte Alkohol bringen. Warum steht er hier jetzt? Ah, weil er da steht. Okay, das ist jetzt ein relativ langer Stau gerade. Ist aber jetzt ein temporäres Problem, weil gerade so viele Züge auf dem Weg sind in Richtung Grenze. Wir könnten das ein bisschen auflösen, indem wir hier noch ein, und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, nochmal ein Streckensignal setzen. Dann fährt der nämlich weiter, genau. Und dann können die hier noch, haben die noch sozusagen eine Warteposition. Beziehungsweise er fährt erst weiter. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte schauen wegen... Oh, hier sind tatsächlich keine Pflanzen mehr drin. Das ist schon bedeutsam. Oh, auch hier. Ah, okay, also das... also Alkohol und Essen ist ja in rauen Mengen da. Aber die Ausfuhr macht sich dann schon bemerkbar. Hier haben wir noch 20%, das ist okay. Wir sind jetzt im Hochsommer. Wachstum, es wird bald wieder geerntet. Aber dadurch, dass hier tatsächlich in Hochtouren auch produziert werden kann, dadurch, dass in den Lagerhäusern eben Platz geschaffen wird durch das Verkaufen, sind tatsächlich sämtliche Pflanzen aufgebraucht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das ist in Ordnung, Pflanzen kaufen, das dürfte relativ günstig sein. Das sollte uns nicht weiter... beunruhigen. Wenn wir aber schon mal hier sind, wir können mal hier auf die Versorgung mit Arbeitskräften schauen. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Hier kommen die Bruchsteinzüge. Hier kommt der nächste Zug zurück. Und fährt wahrscheinlich direkt mit dem nächsten Auftrag wieder los. Kohle verkaufen. Okay. Das gefällt mir gut. Und eine Sache, die wir dann vielleicht auch langsam mal beginnen können, wir hatten ja vor vielen, vielen Folgen hier in Pansewitz unsere Planung so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, abgebrochen,
gebrochen. Das war ja ohnehin etwas, was jetzt so ein bisschen, also jetzt nicht zwingend erforderlich ist für unsere Republik, sag ich mal, aber das soll ja hier immer noch ein schönes Wohngebiet für altgediente Genossen und vielleicht auch so ein bisschen für den Tourismus werden. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, haben wir hier, wir hätten hier sogar Anbindungen ans Wasser, aber ich weiß nicht, ob das nicht zu lange dauert für Touristen. Aber wir können, glaube ich, insofern mal damit anfangen, indem wir hier diese Straße mal anfangen zu bauen. Aber da werden wir die Helis nicht mit. Wir geben dem auch nur niedrige Priorität. Damit werden wir die Helikopter nicht behelligen. Da kommt gerade einer an, wie gerufen. Oh, schau mal, wie viele Bagger hier arbeiten. Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Das scheint ja richtig gut zu funktionieren, auch mit der Versorgung hier mit den Baufahrzeugen. Sind die denn auch alle von hier? Ja, viele, wenn man sich das so anguckt. Würde ich sagen. Dann schauen wir noch mal gerade, was wir hier vielleicht noch mal neu zuweisen können bei der Eisenbahn. Also hier oben raus gibt es jetzt nichts mehr zu tun. Das ist komplett fertig. Hier sehen wir, dass das zugeordnet ist. Das ist mittlerweile auch fertig. Hier kann weitergemacht werden und dieses Streckenstück ist eigentlich auch schon fertig. Ich frage mich, wie sie hier hinkommen, wenn sie hier noch bauen müssen. Aber das werden sie schon wissen. Damit hat auch momentan unser Zugverkehr gar nicht so, unser Zugverkehr, unser, also ihr wisst schon, was ich meine, unsere Bau, unser Eisenbahnbauamt, so ist es richtig. Ja, drei Baustellen haben die. Ist das diese große? Ne, das ist die. Ist das die in Richtung Grenze? Ja, der geben wir dann mal hohe Priorität. Das können wir eigentlich hier durchgängig machen. Das möchte ich jetzt mal schnell fertig kriegen. Jetzt kann man es wieder ganz wunderbar erkennen. Es geht bis ran, oder? Ja, okay. Ist gar nicht mehr so viel. Dann können wir vielleicht anfangen. Ich glaube, der wartet zu lange, weil er hier mit in der Reihe steht, ne? Ja, ist so. Gut. Kleine Beschleunigung für die Nacht. Hier sind noch keine neuen Öltanks angekommen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wir uns mal jetzt Gedanken machen können über die neue Verteilung von Stahl. Es wird ja noch ein bisschen dauern, aber Ziel ist, ja, also erstmal den Stahl in Gang zu bringen. Dann uns natürlich mit Stahl selbst zu versorgen und Überschüsse auszuführen. Und parallel dazu, also wenn wir beim Stahl relativ weit gekommen sind, dann werde ich mal mit Planung beginnen, hier für vermutlich so in dieser Richtung ein Werk für mechanische Bauteile. Oder platzieren wir das mit hier? Das ist eine gute Frage, wo wir vielleicht auch das Stahllager machen. Ich hatte nämlich überlegt, ob wir hier das Stahllager platzieren und dann von hier aus ja, die Bauindustrie, ja, primär ist es ja die Bauindustrie, entsprechend versorgen. Oder beziehungsweise so eine
globale Verteilung von Stahl beginnen. Also primär brauchen es wäre ja dann nur für den Bau, das wäre hier. Das heißt, wir würden es von hier dorthin bringen. Den Einkauf würden wir dann lassen. Und hier bräuchten wir dann Stahl. Ja, in der Nähe von dieser zentralen Achse hier ist das vielleicht gar nicht falsch. Hier wird natürlich jetzt wieder Strom ein Thema sein. Also ich würde sagen, habe ich Pause, aber der muss warten wegen Verkehr auf der Strecke. Weil der nicht links abbiegen kann, hä? Ja, da sind jetzt wirklich einige Züge unterwegs. Welcher ist denn der erste in der Reihe? Hier. Und wer blockiert ist, kommt er denn zurück oder ist da irgendwas? Nee, er hier mit seinem Treibstoff. Ja, das muss auch unbedingt schneller gehen. Okay, zurück zu den Gedanken. Thema Stahl. Ja, ich denke, hier ist in der Tat ein guter Platz. Lager, Lager, Lager. Uiuiui, das sieht ja auch verschärft aus. Kann 1250 Tonnen Stahl lagern, hier auch, in diesem Lagerhaus. Das sieht natürlich irgendwie auch cool aus. Braucht aber auch mega viel, um gebaut zu werden. Aber ehrlicherweise wäre es schon auch ganz cool, dass den Stahl eben drinnen zu lagern. Hier mit Straßenanbindung in der Richtung. Hier noch ein kleines Stück raus. Dass wir hier genug Platz haben auch für die Zugstrecke. Ja, und da war sie wieder, dieses Thema mit der Rechtsgleisigkeit. Ne? Wenn wir hier jetzt wieder anfangen, Zugbau zu machen, dann müssen wir hier natürlich wieder temporär den Gleisbauzügen erlauben, anders zu fahren. Ach ja, na gut. Aber wir fangen mal an mit so einer Grundidee. Wie gesagt, wir genug Platz im Vorlauf. Also hier dieses Lagerhaus und dann. Ich glaube, da reicht auch dann ein kleines. Vielleicht hier platzieren können. Ja, jetzt habe ich das hier überbaut, aber da gibt es ja so einen Trick, glücklicherweise. So kommt man da wieder ran. Fällt mir gerade ein, dieses Problem, glaube ich, haben wir auch schon seit ewig und 3 Tagen an irgendeiner anderen Stelle. Wo war denn das noch? Hier war das irgendwie, ne? Ja, hier ist es, glaube ich, mal gewesen, aber das sieht ja alles gut aus. Okay, nö, da brauchen wir nichts machen. Ja, die Anbindung von der Straße. Oder fangen wir mit den Zügen an? Wir fangen jetzt erstmal mit den Zügen an, wenn die von hier kommen. Müssen sie hier rauskommen? Dann vielleicht von der Grundidee hier so ein bisschen parallel fahren und von da aus dann noch mal abgehen. Also hier sollen dann natürlich mehrere Lagerhäuser entstehen.
Von hier aus soll es dann parallel laufen. Ja, so. Eigentlich müssen wir dann hier... Jetzt brauchen wir mal den Snap. Und ich glaube, wir brauchen das nicht. Die fahren hier vorbei. Und dann hier wieder rein. Beziehungsweise hier und so rum. Ich glaube, das geht mit dem Bauen. So, und jetzt müssen wir den hier erlauben. Rechtsgleisig kommen sie von hier. Ja, damit sieht das schon doof aus. Hier rauszukommen. Also wenn er von hier kommt. Ja, das Gebäude muss nochmal weg. Jetzt mich schon an, dass der Platz nicht reicht. Nein, so nicht. Ja, das war jetzt die falsche Seite. Sie müssen ja da wieder raus. Wenn er nach da fahren will. Das war die falsche Seite. Ja, dann hoffe ich, das klappt. Ich glaube, das ist dann zu eng. Ja, das funktioniert. Also von hier könnte man kommen, dann hier reinfahren oder geradeaus weiterfahren. Aber wenn ich natürlich nach rechts will, dann geht's nicht. Ach, das ist aber auch immer ein fickelinsches Zeug. Ich glaube, Leute, das muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen, wie wir das hier am besten... machen können, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier noch einmal hier ran und dann nochmal dort ran. Dann sind das ja immer 4 pro Zugang. Ich glaube, wir müssen hier zweigleisig raus und dann hier das am Ein- und Ausgang erlauben und da drin dann aber quasi eingleisigen Verkehr machen. Das muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen, aber das ist vielleicht etwas, wo wir dann in der nächsten Folge mit weitermachen können. Das muss ich mir in Ruhe nochmal überlegen. Also, ich freue mich auf die nächste Folge. Dann werden wir hier so ein bisschen mit einer zentralen Lagerstruktur für Stahl und was dann da noch so kommen mag, beginnen. Und damit machen wir dann aber in der nächsten Folge weiter. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.